Moin, liebe Modellbahnfreunde, freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid und an dieser Stelle herzlichen Dank für die vielen Aufrufe auf dem letzten Video und für die netten Kommentare, die wir bekommen haben, auch im Namen meiner Freundin. Ist wirklich nicht selbstverständlich und ich finde es immer wieder schön, wenn ich eure Kommentare unter meinen Videos sehe und dass wir alle ja einen guten Ton miteinander haben, gefühlt auch wirklich eine gute Zeit haben und ich möchte auch, dass das weiterhin so ist. Und werde mein Bestes geben, dass ihr auch weiterhin mit meinen Videos unterhalten werdet. Heute müsst ihr mit mir alleine Vorlieb nehmen. Ich möchte euch nämlich über die Anlage hier berichten, was es da so Neues gibt. Das ist gar nicht so viel auf den ersten Blick, weil viel aktuell im Hintergrund passiert. Also ich einige vorbereitende Tätigkeiten mache. Weichheitsweise trocknen hier gerade die ersten Versuche, Drahtbäume zu machen. Das sieht in den YouTube-Videos, in den Tutorials, die man gucken kann, immer sehr einfach aus. Aber wenn man es dann selber mal versucht, ist es gar nicht so einfach und ich bin wirklich mal gespannt, was da rauskommt. Vielleicht zeige ich jetzt hier schon im Video die ersten Eindrücke. Das bin ich mir gerade noch gar nicht so sicher, ob ich das noch hinbekomme. Aber prinzipiell ja, bin ich gespannt, was da raus wird. Das Mischungsverhältnis ist da halt so eine Sache, wie viel Gips nimmt man jetzt, wie viel Weißleim nimmt man, wie viel Wasser, wie viel Farbe. Das sind alles so Themen, wo ich mich langsam rantasten muss. Für mich selber, also was für mich selber eine gute Mischung ist, dass ich nachher sage, das sind gute Bäume. Ja, ich bin mal ganz gespannt, was daraus wird. Bisher die ersten Versuche sehen schon mal ganz vielversprechend aus, aber mehr dazu dann sicherlich später. Ansonsten habe ich mal wieder zugeschlagen und geshoppt. Ich habe noch einen 2. Klasse Wagen für meinen Schweizer Zug bekommen und dementsprechend kommen wir immer näher an das Video, wo ich dann auch mal was zu dem Zug sage. Denn jetzt hat er wenigstens schon mal 5 Wagen. Es fehlt mir noch ein bisschen die Beleuchtung. Ich warte da aktuell noch darauf, dass es tatsächlich gibt da so leichte Lieferschwierigkeiten oder ist das dann halt nicht vorrätig. Aber ich gehe mal davon aus, dass dann demnächst auch die Beleuchtung da ist. Jetzt muss ich noch mal einen Satz mehr holen. Aber das macht man natürlich gerne. Und dann habe ich 2 Erste-Klasse-Wagen, davon einmal den Aussichtswagen und 2 Zweite-Klasse-Wagen und dann noch den Buffetwagen. Und das sieht dann halt schon deutlich besser aus, als wenn da ein Zug mit 1 Zweite-Klasse-Wagen und 2 Erste-Klasse-Wagen fährt. Finde ich jetzt persönlich. Ansonsten habe ich mir noch eine Kehrmaschine für meine Stadt schon mal geholt, denn auch dort ging es weiter. Wer die sieht, weiß wahrscheinlich, wo sie her ist, aus einer dieser berühmt-berüchtigten Grabbelkisten aus dem Miniaturwunderland. Und ja, da war ich auch wieder, dazu aber gleich mehr. Denn erstmal bei der Stadt gab es doch diese eine ominöse Schraube, ich weiß nicht, ob die euch aufgefallen ist, die immer vor der Straßenbahn, vor der englischen Straßenbahn stand, die ich letztes Jahr zum Geburtstag bekommen habe. Diese Schraube ist jetzt weg. Dafür habe ich jetzt eine Schraube, die im Boden versinkt und die erste Schraube ist ziemlich durchgerüttelt worden, also sie ist auf jeden Fall kaputt gegangen, durchgedreht. Da war wirklich nichts mehr, wo der Schraubendreher bzw. ja, der Schraubendreher hätte Pack anhaben können. Ich habe jetzt aber die Schraube wieder rausbekommen mit einer Zange und dafür eine andere Schraube montiert, die jetzt perfekt passt. Denn das Holz, was ich da drunter habe, das ist leider ein bisschen sehr hart und dementsprechend kann das halt schon mal passieren, das nicht ganz so leicht zu montieren. Aber ja, ich habe das jetzt gestrichen, die Fläche, sieht ganz gut aus, die Schraube mit ein bisschen Spachtel versteckt und ja, dementsprechend kann es da bald weitergehen. Und ich nähere mich ja langsam der Stadt an, dass es da auch mal weitergeht landschaftlich. Der Rohbau ist ja jetzt größtenteils fertig, da bin ich schon mal ganz happy drüber und jetzt geht es dann immer mehr Richtung Feinjustierung und mal gucken, ob da auch die schönen Bäume, die Drahtbäume dann hinkommen in die Stadt, an den Fluss und so weiter, mal schauen. Ja, jetzt kommen wir aber zurück zum Miniatur Wunderland und es wird Zeit für die Highlights, die ich ja versprochen habe und dieses Mal war definitiv ein Highlight Monaco. Es ist immer noch nicht fertig, aber als wir da waren, fuhren die Autos und wir durften den Maestro Gerrit Braun dabei beobachten, wie er seine Versuche gemacht hat, sich das Ganze angeguckt hat am Laptop in seiner Software, die er gefühlt nur noch eher versteht.
Und ja, das war wirklich das erste Mal, dass ich ihn live vor Ort gesehen habe, auch wenn ich ja jetzt schon öfters da war. Aber normalerweise gehe ich halt oft am Wochenende oder spätabends erst rein, weil ich ja selber auch arbeiten muss. Und ja, es war wirklich ein richtiges Highlight, ihn dort stehen zu sehen. Es war einmal wirklich an mir vorbeigegangen, um ein paar Autos zu retten. Und ja, einfach cool zu sehen, dass die Formel 1 langsam voranschreitet. Das ist sicherlich noch nicht fertig alles, aber Monaco wird langsam. Und auch die Atacama-Wüste da wird immer weiter gebaut. Und auch dort hat man jetzt wirklich sehen können, wie die Leute Versuche gemacht haben. Ein weiteres Highlight war, wir sind dann essen gegangen, irgendwie rein zufällig. Und dann stand dort Gerhard Dauscher und hat sich auch unterhalten. Und auch das sind einfach irgendwie dieses, ja, hat, finde ich, so besonders am Miniaturwunderland, dass man dort die Macher auch noch erleben kann und einfach zufällig trifft und an ihnen vorbeigeht. Nicht, dass man dann jetzt die groß anspricht oder sowas, aber fand ich auf jeden Fall sehr cool. Ansonsten landschaftlich war für mich dieses Mal tatsächlich das Highlight die große Brücke über das Echtwasserbecken, weil das schon enorm ist. Auch ich dort schönen Zugverkehr filmen konnte. Aber besonders deswegen, weil meine Freundin und ich erst letztens in Dänemark waren, in Kopenhagen, und wir über die Öresundbrücke gefahren sind. Und das war auch ein großes Highlight. Da werde ich aber wahrscheinlich in einem anderen Video, in einem kleinen, kompakten Video etwas mehr zu sagen. Auf jeden Fall hatten wir eine sehr schöne Zeit in Kopenhagen, haben sowohl die Metro, die ja vollautomatisch ist, als auch den Zugverkehr dann an einem Tag nach Malmö genutzt. Und ja, diese Züge, die über die Öresundbrücke fahren, sind schon ein Highlight und sind sehr komfortabel. Es hat uns beiden sehr gut gefallen. Wir hatten eine sehr schöne Zeit. Jetzt bin ich aber wieder, sind wir wieder zurück in Hamburg. Hatten jetzt die restlichen Tage halt auch unter anderem dafür genutzt, um nochmal ins Miniaturwunderland zu gehen. Und ja, ich nutze jetzt die Zeit noch, um noch ein bisschen an der Anlage zu machen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und ein schönes Wochenende. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, euer Matthias.